Lufthansa First Class Sale ab Frankreich. Qatar Airways bringt die ungeliebte A380 in höherer Stückzahl in die Luft als gedacht. Und ein Trümmerteil bringt Fragezeichen und Rätsel beim Absturz der chinesischen 737-800. Sein Name ist Mario Hoffmeister, mein Name ist Lars. Und wir sind hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem mehr Status zu bringen an diesem heiligen Samstag. Denkt daran, den Kanal zu abonnieren. Ja. Kanal abonnieren. Ganz, ganz wichtig, die Glocke anzumachen, unten zu kommentieren. Ja, ich muss mal gucken, dass der Herr Hoffmeister da das ordentlich macht. Und logischerweise, ganz, ganz wichtig, ein Like da lassen. Danke. Das erste Thema ist ein trauriges Thema mit dem Absturz der 737-800, dem Flug MU5735 von den China Eastern. Und da gibt es jetzt neben den Bildern, die man gesehen hat, auch Trümmerteile. Und man hat auf einem Bild zum Beispiel oder auf einem Video gesehen, dass das Leitwerk fehlt, der Vertical Stabilizer. Und was weiter ist, man hat 10 Kilometer von der Absturzstelle, so ist das richtige Wort, Absturzstelle, ein Teil gefunden, was noch mehr Fragen aufwirft. Mario, kannst du uns da kurz updaten und erleuchten? Ja, 10 Kilometer hat man ein Flugzeugteil gefunden, von dem man allerdings noch nicht weiß, ob es tatsächlich von der entsprechenden Maschine stammt. Sollte es aber von dieser Maschine stammen, dann ist es natürlich die Frage, warum das derart weit entfernt ist. Hat sich die Maschine eventuell vorher schon quasi zerlegt? Und die chinesischen Behörden haben daraufhin ja auch den Suchradius doch sehr stark vergrößert von bislang 43.000 Quadratmetern auf über 200.000 Quadratmeter, um wirklich noch weitere Teile, sollte es sie dann geben, in diesem Gebiet erfassen zu können, obwohl das wohl sehr schwer ist. Nach allen Nachrichten, die man liest, ist das ja ein sehr hügeliges, sehr bewaldetes und teuer sehr schwer zugängliches Gebiet. Deswegen wird das sicherlich sehr, sehr schwierig werden. Aber man darf natürlich nichts unversucht lassen, Teile zu finden, denn wer wüsste das besser als du? Jedes Teil, was man findet, ist natürlich ein wichtiges Indiz oder könnte ein wichtiger Hinweis auf die Absturzursache sein. Auch den Stimmrekorder hat man wohl gefunden, aber auch der ist wohl sehr, sehr stark beschädigt. Auch der Chip, der muss wohl auch erst repariert werden, bevor man ihn überhaupt nutzen kann. Also viele, viele Rätsel, die da auf uns noch warten. Und ja, im Sinne der künftigen Flugsicherheit wäre es natürlich gut, wenn man das letztendlich alles aufklären kann. Spannend finde ich es einfach, der Flugverlauf, wenn man einfach sich anguckt, die Daten, dass die 737 halt wirklich in einen Sinkflug übergegangen ist und von 29.100 Fuß innerhalb von wenigen Millisekunden, hätte ich fast gesagt, wirklich runtergeplanscht ist. Also das heißt um 6.20 Uhr, 43, ich lese die Zeiten ab, bis 6.22 Uhr, 05 auf 8.000, sogar auf 7.425 Fuß, dann wieder hochgestiegen ist auf 8.600. Also das ist ein bisschen merkwürdig alles. Und das andere ist, dass man an dem Teil, was Mario gesagt hat, ich glaube, das ist ein Teil vom Fairbag oder sowas, haben sie geschätzt, dass man da Feuerspuren dran gefunden hat, was natürlich auch richtig interessant ist. Was übrigens gegen die Theorie, die ich nicht verbreitet habe, oder beziehungsweise nicht, die nicht von mir ist, sondern die ich einfach nur verbreitet habe, so ist es richtig rum, widerspricht, ist auch, dass die Piloten sehr erfahren waren. Ich will die Flugzeiten einfach mal ablesen, damit da auch kein Fehler passiert. Es befanden sich drei Piloten an Bord, der Kapitän war 32, hat 6.709 Flugstunden. Der Co-Pilot, 59 Jahre alt, ist früher auf anderen Muster geflogen, der hatte sogar 31.769 Flugstunden. Und da war ein junger Pilot mit 556 Flugstunden an Bord. Aber wie gesagt, drei Piloten erfahren,
eine mehr, einer weniger in Anführungsstrichen, bis auf den Jungpilot, aber dafür waren es ja drei Piloten. Und was man natürlich bei den chinesischen Behörden ganz klar betont, ist, dass alle ein harmonisches Familienleben haben, was gegen diesen Suizidgedanken, also diesen erweiterten Suizid spricht. Um nicht weiter darüber zu spekulieren, Mario, würde ich sagen, wir machen einfach mit dem weiteren Thema oder mit dem nächsten Thema weiter, weil es ist ja eigentlich zu traurig, um da jetzt irgendeinen Quatsch zu erzählen, sondern Das einfach ist nur die so. Fakten. Aber leider. Da müssen wir abwarten. Es ist schrecklich genug, insbesondere halt, wie du es auch gesagt hast, dieser ja, geradezu vorhandene Sturzflug, dann die Teile, die so weit weggefunden sind, das abgerissene große Teil. Ja, Rätsel. Wir warten einfach ab. Ganz genau. Das nächste Thema, harter Cut, ist der Streik bei der Luftsicherheit an vielen deutschen Flughäfen. Da gab es ja am Mittwoch in der Nacht zu Donnerstag keine Einigung. Das Dilemma ist halt wirklich, bei den 25.000 Beschäftigten geht es um, und jetzt festhalten, immer noch um 1 Euro, Leute. Also 1 Euro. Auch wenn ich mich damit wieder in die Nesseln setze, ich finde es bei dem Lohnniveau, das man hat, problematisch. Das, was ich allerdings unterstütze, ist, dass man die gleichen Gehälter für die gleiche Arbeit bekommt, auch wenn man im Osten der Republik angestellt ist. Also das ist etwas, was mir wichtig ist, wobei man natürlich sagen muss, dass die Lebenshaltungskosten in Frankfurt ganz andere sind als in Leipzig, wenn ich das mal so sagen darf. Berlin ist wahrscheinlich wieder teurer, aber wie gesagt, nichtsdestotrotz, das ist halt die Entscheidung eines jeden, wo er wohnt. Diese 25.000 People von der Verdi unterstützt und aufgefordert, ich will jetzt fast sagen aufgestachelt, machen uns das Leben ja schwer. Und ich hatte ja auch gesagt, dass es dort durchaus Urlaub gibt demnächst, um mit Worten zu sagen, Mario, wann habt ihr in Niedersachsen Urlaub? Nee, du bist ja NRW, ne? Ich bin arbeitstechnisch, schultechnisch NRW. Bei uns geht es erst übernächste Woche los. Ja, und selbst übernächste Woche ist ja immer noch zu wenig Zeit, wenn die Leute sich da wirklich nicht einigen. Und wenn man halt wirklich guckt, dass die Nachsitzung erst in der Woche vom 4. bis zum 8. April geplant ist, dann bist du ja quasi mittendrin in der Veranstaltung, ne? Also Das ist so. Hamburg hat, glaube ich, vorher Ferien, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, also insofern das auch. Da war die spannende Forderung von mir, ich finde sie nicht äußerst spannend, sondern ich finde sie auch richtig, dass man die Bundespolizei sagt, hey Freunde, ihr macht das, ist euer Job, ihr habt das outgesourced, euer Ding, euer Thema. Und da gibt es ein interessantes Interview auf airliner.de, von dem wir uns ein bisschen jetzt bedienen. Und da muss man halt ganz ehrlich sagen, dass die, ja, unwillig oder bockig sind, das zu machen. Also man sagt ja, aber, oder Mario? Ja, so kann man das gut ausdrücken. Vielleicht darf ich auch noch mal ein, zwei Worte dazu sagen, bevor wir da noch mal konkret zu kommen. Letztlich ist es mir als vermeintlicher Passagier relativ egal, um was die sich dort streiten. Es kann nur halt nicht sein, und das ist, finde ich, das grundsätzliche Problem, dass eine Spartengewerkschaft quasi ganz Deutschland flugzeugtechnisch bis auf München, du hattest es ja schon mehrmals erläutert, bis auf den Flughafen München lahmlegen kann. Ich finde, das geht einfach nicht. Dieses Potenzial, dieses Erpressungspotenzial ist einfach viel zu hoch, zumal ich auch keine Alternative habe. Wenn Flugbegleiter oder Flugzeugführer streiken, ist das schon ärgerlich genug. Da habe ich aber im Zweifel immer noch die Möglichkeit, mit einer anderen Airline zu fliegen oder auf diese auszuweichen. Wenn allerdings ich erst gar nicht auf einen Flughafen komme, kann ich gar nicht fliegen. Und das ist ein absolutes No-Go. Die Leute in den Grenzregionen können, wie ich vielleicht noch, nach Amsterdam ausweichen. Aber die meisten halt nicht. Und das ist halt ein grundsätzliches Problem. Du hast es angesprochen, was gelöst werden muss. Ich habe es schon immer für falsch gehalten, dass man das privatisiert hat. Beziehungsweise es ist ja im Grunde nicht privatisiert. Es macht ja immer noch die Bundespolizei de facto. Und die Privaten machen es im Auftrag der Bundespolizei. Und das ist, finde ich, etwas,
ja, was dringend überdacht werden muss, wo die Politik tatsächlich ran muss. Denn das ist ja, das kann ja nicht sein, dass ganz Deutschland wegen einer Spartengewerkschaft dann mehr oder weniger stillsteht. Also ist es für mich eigentlich ein absolutes No-Go. Und ich will mich da auch gar nicht einlassen, ob jetzt 1 Euro zu viel oder zu wenig oder was auch immer ist. Vom Prinzip her geht es nicht. Es geht einfach nicht, dass ein Land wie Deutschland von einer Spartengewerkschaft lahmgelegt werden kann. Ja, und die Gewerkschaft der Polizei sagt am Ende, ja, man könnte eine Anstalt des öffentlichen Rechts schaffen, um dort sozusagen dann die Flugkontrollen durchführen zu lassen. Da bin ich jetzt aber nicht Verwaltungsjurist genug, um zu wissen, wenn ich Angestellte habe, auch im öffentlichen Dienst, die dürfen soweit ich weiß auch streiken. Und ich weiß nicht, ob man das Streikrecht sozusagen tarifrechtlich verbieten kann. Das glaube ich nämlich eher nicht. Also wir bräuchten tatsächlich eine wie auch immer geartete Verbeamtung. Und ich meine, wir haben ja genug Vorbilder. Du selber hast ja schon mal das Beispiel in der vergangenen Woche der TSA gebracht. Ja, mein Gott, dann soll sich die Innenministerin mal um die wirklichen Probleme in diesem Land kümmern und nicht um die vermeintlich wichtigen Probleme. Wir können uns das als Wirtschaftsstandort nicht leisten. Und ich finde, nach so vielen Jahren Pandemie muss es auch den Leuten möglich sein, mal wieder in den Urlaub zu fliegen, ohne dann an der Hürde der Sicherheit zu scheitern. So, jetzt habe ich hier einen viel zu langen Monolog gehalten. Ich gebe mal zurück zu Lars. Ja, also ganz wichtig in diesem Zusammenhang ist halt einfach für mich, dass es sich um eine Thematik handelt, die Sicherheit bedeutet. Das heißt also, es geht um Antiterrormaßnahmen. Und die So ist es. Frage von Mario ein bisschen nochmal aufzugreifen, anstatt öffentlichen Rechts, AÖR, glaube ich, ist die Abkürzung. Ja. Da steht in dem Interview, und das würde ich gern zitieren aus dem Interview mit dem Herrn Krumm, glaube ich, heißt der Kollege, der sagte, also back to the roots und dann dort Tarifbeschäftigte Ja. einsetzen. Und für mich ist jemand, der tarifbeschäftigt ist, streikberechtigt. Das würde also das Grundproblem nicht lösen, außer dass man den Leuten weniger Gehalt geben würde, was meiner Meinung nach auch wieder der falsche Anreiz ist. Also ich glaube schon, dass wir Leute einsetzen sollten, die fair bezahlt werden. Ich bin ein Gegner von unfairer Bezahlung, aber es sollte natürlich nicht übermäßig sein. Also wir müssen mal, und das hatte ich ja auch letztens mit der Tabelle gezeigt, mal das Ganze einordnen, wo die, ja, es sind ungelernte Kräfte, das muss man halt der Ehrlichkeit halber sagen, Ja. ja. Im Vergleich zu Leuten sind, die im Bäckerhandwerk gelernt haben, die wirklich sich dadurch irgendeine Prüfung, die mit Lernen von mehreren Jahren zu tun hat. Und abgesehen davon, wenn man seinen Bäckermeister macht, hat man ja noch mal mehr Auflagen. Also insofern, ich neide nicht das Geld. Mir geht es einfach nur darum, dass man alles in Relation setzt und dass man halt wirklich einfach sagt, Freunde, Bescheidenheit ist manchmal vielleicht besser, weil es ist für alle nicht einfach. Aber nun gut. Bevor wir uns Nee, weiter in der das Thematik ist so. ein, ich sage jetzt mal verlieren, ist es halt so, dass die sollen sich endlich mal mit ihrem, ich sage es jetzt ganz einfach, die sollen mal einfach mit ihrem Arsch aus dem Knick kommen. Heißt das so, Mario? Mit dem Arsch aus dem Knick kommen? Kann man so sagen. Ich kenne es jetzt nicht, ich meine es aber schon mal gehört zu haben. Also, aber so Genau. als Spruch kenne ich es jetzt nicht so. Unten kommentieren, wer es kennt und wer weiß, was Wie? Lars sagen wollte. Jemand übersetzen. Oh, ich bin aus dem Bild gegangen. Tut mir leid. Das nächste Thema nehmen wir dann Ja. auch. Qatar Airways A380. Das ist ja also ein Thema bei Qatar, wo man sagte, ja, das ist das geilste Flugzeug, wo es gibt. Das hat ja Al-Bakr gesagt, als er die erste Bude in Hamburg abgeholt hat. Und dann hat er bei Covid festgestellt, dass die Bude doch nicht so toll ist. Dann hat er festgestellt, er muss die Bude doch wieder in die Luft bringen, weil halt 350er und die Zahl steigt irgendwie mit Lackproblemen, ihm das Expansionsgeschäft verhageln. Und jetzt kommen wieder vier weitere Ja. A380er und sein biggest mistake fliegt höher, weiter und schneller. Also man hat da jetzt Destinationen wie zum Beispiel Sydney drin, von Doha aus, Bangkok, dann hat man Melbourne, Perth, aber auch London, Frankfurt und Paris.
Also Ja. insofern, ja, also man hat jetzt 8 A380er, die man wirklich reaktiviert. Und die haben selber in der Flotte 10 Stück. Also 2 parken dann noch vor sich hin und stehen sich die Reifen platt. Aber dann werden sie halt 8 davon wieder in die Luft bringen. Ich finde das eine coole Geschichte. Ja, ich weiß, du bist ja großer A380-Fan. Ist auch für dich in Ordnung. Es ist halt nur fast schon amüsant, das Scharmützel von Katar mit Airbus bezüglich des A380, bezüglich des A350 und natürlich auch bezüglich des A380, den man ja auf keinen Fall mehr in die Luft bringen wollte und der ja auch mit einmal ganz furchtbar gewesen ist, nachdem man ihn, wie du gesagt hast, ja gelobt hat. Naja. Es bedeutet auf jeden Fall für alle A380-Fans, sie haben relativ viele Destinationen mittlerweile wieder, die mit dem A380 anzufliegen sind. Es ist ja nicht nur Katar, sondern auch British Airways, Emirates und noch einige mehr, die weiterhin noch ein paar Jährchen mit dem A380 fliegen. Insofern ist das ja gar nicht verkehrt. Und Frankfurt bleibt Hotspot für den A380. Also von da aus kann man mit vielen Fluggesellschaften oder mit relativ vielen Fluggesellschaften in die weite Welt fliegen. Ein Thema, was immer wieder mit Freude verbunden ist, ist Lufthansa First Class Sale. Dieser Lufthansa First Class Sale startet in Paris. Ja, also wir haben ja Sales gehabt, Brüssel, glaube ich, Amsterdam, Budapest, also solche Budapest. Sachen. Polen, Warschau war auch noch ein geiler Sale. Also insofern, da gibt es dann viele, viele Möglichkeiten, seine Meilenkontingente, gerade jetzt mit der Aktion, wo es doppelte Lufthansa-Statusmeilen noch gibt, bis zum 30.06. zu optimieren. Dann werde ich noch mal kurz gucken, dass ich in ordentlicher Reihenfolge bin. So ist es richtig. Ziele wollen wir einfach besprechen, beziehungsweise lasst uns erstmal besprechen, bis wann das Ganze gilt. Man muss die Tickets bis zum 15. April kaufen diesen Jahres und es gibt wie immer für diese Tickets in First Class die Buchungsklasse A, was 300% sind und was ganz wichtig ist, der Zubringer ab Paris ist in einer D-Klasse, heißt also auch 200%. Das ist also die maximale Ausbeute, die man machen kann. Mit Executive Bonus und so weiter sind da richtig viele schöne Meilen drin. Ziele, Mario, hast du die Ziele angeguckt? Ja, es geht ja hauptsächlich von uns aus gesehen Richtung Osten oder auch natürlich Süden. Dubai ist dabei, Bangkok, Hongkong, Singapur und ganz in Süden nach Johannesburg. Nach Delhi geht es auch. Also es sind schon ein paar ganz interessante Ziele dabei. Sao Paulo. Da warst du ja im vergangenen Jahr. Insofern ist das sicherlich nicht schlecht. Und es gilt ja nicht nur für die Lufthansa, sondern auch für die Kollegen der Swiss die ganze Angelegenheit. Ja, die Preise. Wie findest du die Preise? Wir hatten ja im letzten Jahr wirklich manchmal echte Schnäppchen, man muss es mal sagen. Wie beurteilst du die Preise, die jetzt für diese Strecken und für diesen Sale quasi aufgerufen werden? Es sind hier keine Partner-Sales, also das ist das eine. Es sind halt wirklich Preise, die man mit einem Single-Ticket vergleichen muss, weil die Partner-Sales sind natürlich bekanntlich immer günstiger, weil die sich ja auch an Privatpersonen richten. Insofern schauen wir uns doch mal einfach an Singapur, was eines meiner Lieblingsziele ist, kostet um die 3000 Euro, aber auch Hongkong um die 3000 Euro. Und das sind auch schon die Ziele, die sich in meinen Augen nicht nur wegen der Meilenausbeute, aber auch wegen der Entfernung am meisten lohnen. Wenn man sich Dubai anguckt, was dann mit 2300 Euro zu Buche schlägt, 2250 irgendwo da in der Dreh, da sieht man halt, dass man nach 6 Stunden schon irgendwo ist, wenn man aber schon über 12 Stunden fliegen kann, also doppelte Strecke. Da sieht man halt in meinen Augen schon die Vorteile dieses Deals. Und ich kann jedem das nur empfehlen. Hongkong ist natürlich immer noch ein kritisches Schwierig. Ziel, schwieriges, schrittiges Ziel. Wir haben gestern zum Beispiel von der IATA gehört, dass das AGM, das ist das Annual Meeting, was die ganzen CEOs wahrnehmen, in Shanghai nicht stattfindet, sondern verlegt worden ist nach Doha. Und daran sieht man halt das Problem, dass selbst die Airline-Chefs nicht in China problemlos ein- und ausreisen können. Und Hongkong gehört ja zu China mehr, als denen wahrscheinlich lieb ist.
Insofern ein Ziel, was problematisch ist. Aber Singapur will VTL, also diese Vaccinated Traveller Line, abschaffen. Ist ja auch alles im Zug kommend und ich finde das mehr als gerechtfertigt. Also schaut euch die Deals an. Mario muss jetzt, glaube ich, Geld zählen, welchen Deal wir uns da ankaufen. Ne? Ja, Johannesburg, aber der ist der teuerste, glaube ich, ne? Aber ist natürlich auch relativ weit weg. Ja, Johannesburg ist ganz okay, ist von der Meilenausbeute mit 3.400 Euro, ungefähr 3.500 Euro, irgendwo so dazwischen pendelt sich der Preis mit Steuern und allem Schnickschnack ein. Aber auch nicht ganz so prickelnd, weil er natürlich wesentlich weniger Meilen gibt als ein Flug nach Hongkong. Aber ganz wichtig, und Sao das ist ja Paulo? das, Sao Paulo geht. Sao Paulo ist gut. Ja, ne? Das ist in Ordnung. Man muss aber ganz ehrlich dazu sagen, dass man da halt immer die Einreisebestimmungen beachten muss und vor allem auch bei der Rückkehr gucken muss. Ich hatte mit Entsetzen, glaube ich, festgestellt, wenn man nicht geimpft ist, ich bin ja geimpft, Gott sei Dank, zweimal, deshalb kann ich in den USA einreisen, problemlos. Einen PCR-Test brauche ich auf der Rückreise, braucht man irgendwie auch einen PCR-Test mittlerweile aus den USA. Was ist das denn für ein Quatsch? Nein, 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 war kein. nein, Okay. brauchst du nicht. Nein. Du brauchst nicht mal mehr eine Reiseanmeldung für Deutschland, weil Okay. es gibt kein Hochinzidenzgebiet mehr aus deutscher Sicht im Moment. Gut, Ist außer auch Deutschland schwierig, selber. wenn, außer Deutschland selber, wenn deine Inzidenz selber höher liegt als sie in anderen Ländern, dann ist es irgendwie schwierig. Ja, so ist es halt. Naja, nun gut. Also dann lassen wir uns heute mit dieser Folge zum Ende kommen. Hoffen wir, dass dieser Sommer nicht nur geil wird. Das Wetter hier sieht gerade auch bescheiden aus. Werde dann wahrscheinlich mit meinem Drohnenfliegen später anfangen müssen. Hoffentlich regnet es nicht. Aber danke, dass ihr heute dabei wart bei Frequent Traveler TV. Heute die Take-Off-Folge am heiligen Samstag mit Mario dabei. Und wie immer alles kommentieren, Like da lassen und natürlich abonnieren, Glocke anmachen und ganz wichtig, morgen wieder einschalten. Haben wir morgen eine Sendung, Mario? Schauen wir mal. Schauen wir mal. Mario macht's spannend und ich sage jetzt einfach Tschüss. Sagt Mario auch Tschüss? Ich sage auch Tschüss. Bis dann. Okay. Ciao. So, dann raus hier.